Hallo aus Bulgarien und hallo aus meiner kleinen Küche hier in Bulgarien, ihr Lieben. Es kommt ja bald die Tomatenernte, ne? Die dicke, fette Tomatenernte. Deswegen habe ich mir halt gedacht, ich probiere mal was aus. Also ich habe mir ein paar Tomaten vom Bazar geholt und die möchte ich dörren für den Winter. Ich habe mir im Internet schlau gemacht, da heißt's, die kleinen Tomaten, die kleinen Cocktailtomate einfach nur halbieren. Etwas größere Tomate vierteln und solche Tomate, die gehören jetzt zur Kategorie groß. Ja. Und die sollte man in Scheiben schneiden. Aber was man vorher machen müsste, ist diesen Strunk entfernen. Dann nehme ich jetzt einfach das Messer. Ein scharfes, spitzes Messerle. Guck. Und der Strunk ist raus. Das mache ich mit alle. Und dann schneide ich sie in Scheiben. Die Scheibe, Mann, wir haben so viel Flüger, ganz ehrlich. Die Scheibe sollte nicht allzu dünn sein. Also schon, ja, so. Zeig's euch nochmal. Ungefähr so. Ich denke mal, ja, ist ein Zentimeter oder ein bisschen mehr. Und das mache ich jetzt mit alle Tomaten. Während ich das mache, möchte ich nur was sagen, weil wir gerade in der Küche sind. Ich bin Abonnentin von einem Kochkanal. Der Kanal heißt Jeder kocht. Jeder kocht, das sind zwei junge Burschen, drei junge Burschen. Alle drei Koch von Beruf, aber echt witzig und die sind total lieb. Den Kanal verlinken wir euch unter unserem Video. Schaut da unbedingt mal rein. Weil die machen saisonale Küche, die machen Hausmannskost, exquisite Küche, vegane Rezepte und. Also die sind echt, boah, die Flüge, die sind echt toll. Was ich an dem Kanal richtig schön finde, ist, wenn man eine Frage hat oder wenn man kommentiert, ein Video kommentiert, du kriegst Antwort. Ne? Und das gibt es ja bei vielen Kanälen mittlerweile nicht mehr. Kommentierst irgendwas, fragst irgendwas, kriegst keine Antwort. Finde ich irgendwie unverschämt. Aber trotzdem, oder nicht trotzdem, aber bei den dreien ist es anders. Schaut da unbedingt rein und wenn ihr da einen Kommentar schreibt, stellt mal liebe Grüße. So, ich mache die Tomate jetzt weiter, schneide die fertig und dann gehen sie in meine Dörte. Und da zeige ich dir noch was. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann soweit fertig bin. So, jetzt habe ich mal einen ganzen Schwung Tomate geschnitten. Schaut euch mal die schöne Tomate an. Ja, also da ist nur Wasser, Zeug. Nee, die sind wirklich richtig toll. Meine Dörte steht hier und ich gebe jetzt die Tomatenscheibe da drauf. Ich habe übrigens auf jedes Blech von der Dörte ein Backpapier drauf gemacht, weil die sind, Tomaten sind natürlich sehr saftig, klar, und unter ist ja dieser Auffangbehälter und ich habe wirklich keine Lust, dass mir das alles volldriert und deswegen auf jedes Blech oder Gitter kommt so ein Backpapier, oder habe ich so ein Backpapier drauf gemacht. So. Und jetzt kann man die Tomate mit Kräuter oder Salz bestreuen.
Also frische Kräuter. Ich probiere das jetzt mit Kräutern nicht aus. Ich mache jetzt einfach nur ein bisschen, wirklich echt bloß ein bisschen Salz drauf. Auf jetzt Tomatenscheible. Und es ist ganz normales Salz, also kein Meersalz oder, oh Gott, was Salz betrifft, gibt es ja auch Diskussionen ohne Ende. Ganz normales Speisesalz. So, dann das nächste Kecherle drauf und das gleiche wieder. Kräuter, frischen Basilikum, frischen Thymian, Rosmarin, keine Ahnung, was ihr habt. Ihr habt zum Beispiel Thymian, aber ich habe ein Problem und das Problem heißt Hase. Ich wollte schon gerne als so Lage mit Thymian machen, aber ich traue mir etwas Thymian-Töpfle zum Holler, weil boah, die Flüge immer wieder. Weil der möchte dann wieder am Bonsai draus machen. Es gibt übrigens ein Video bei uns. Er macht aus meinem Rosmarin einen Bonsai. Den hat er erfolgreich getötet. Und deswegen könnt ihr euch ja vorstellen, warum ich den Thymian da lasse, wo er ist. Und das einfach nur mit Salz mache. Weil Salz kann er nicht umbringen, der Burschen. Jede Pflanze, ihr könnt euch das nicht vorstellen, jede Pflanze, die der sieht, da mache ich einen Bonsai draus. Das brauche ich. Tu ich benötige, mache ich einen Bonsai draus. Ja, so ist mein Leben hier. So. Ich glaube, ich kriege halt alle Lager voll. Ist jetzt schlimm. Ich will es einfach nur ausprobieren. So, machen wir die restlichen noch da drauf. Und dann wird das. Die dafür wird eingeschaltet. Und ich sage euch dann Bescheid. Und wie sie seid. Ich sage euch dann Bescheid, wie lang die Tomaten braucht haben, bis sie trocken sind und wie sie dann aussehen. Gut, Deckel drauf, Eischalter, ich mache jetzt mal ja 3 Stunden, weil ich wechsle dann diese Etagen immer und ich trockne immer nur bei 40 Grad, weil ich möchte nur ein paar Vitamine drin behalten und wenn die richtig gekocht werden, dann kann ich sie auch einwecken. Also ihr könnt auch höher trocknen, aber ich nehme jetzt einfach mal 40 Grad mal 3 Stunden statt. Der läuft, Mutti geht in den Pool und wenn sie trocken sind, sehen wir uns wieder. Bis dann. So, weiter geht's mit dem Dörren von unseren Tomaten. Ja, Desaster. Könnt ihr das sehen? Schimmel. Was habe ich gemacht? Ich habe die Tomaten gedörrt 8 Stunden, dann war die Flüge wieder 8 Stunden lang, dann war es Spätabend. Ich wollte die Dörte nicht über Nacht laufen lassen, also habe ich sie ausgeschaltet und wollte am nächsten Morgen eben einschalten. Ja, ist mir geschimmelt. Jetzt brauche ich eure Hilfe. An was lag es? Lag es daran, dass ich die ausgeschaltet habe und dann noch im ja ziemlich feuchten Zustand abgedeckt da dann in der Dörte lasse habe? Oder
lag es daran, dass ich nur mit 40 Grad gedörrt habe. Ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich euch. Also über Kommentare, über Antworten, da wäre ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich werde das jetzt entsorgen, klar. Ich möchte es aber gerne wieder probieren, aber dann mit eurer Hilfe. Das wäre ganz, ganz lieb. Ja, es passt mir natürlich überhaupt zu der. Ich bin etwas schmallippig im Moment, um jetzt zu sagen, ich bin blutnarrt. Ich schmeiß den Scheiß jetzt fort und dann wird es nochmal probiert. Okay, ich möchte natürlich nicht nur über wunderbare Ergebnisse berichten, sondern auch über Missstände, nee, Hase, sag mir, über Misserfolge berichten. Vielleicht lernt ihr dann auch aus meinen Fehlern. Ja, trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, ihr würdet uns über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert unseren Kanal sehr, sehr gerne. Und bitte schreibt was in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen kann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.